Nee, also mir kann keiner was vormachen. Diese ganze Umweltvergiftung, das haben erst die Sozis eingeführt. Du meinst, der Brand tut das Gift in die Eier? Das würde der nie tun. Das würde auch die Ruth nicht erlauben. Nicht so direkt natürlich. Aber er lässt es zu. Erstens, weil er sich sowieso um nichts kümmert und zweitens, weil ihm das nützt. Bei der Ausrottung des deutschen Staates. Ja, genau. Du musst dir nur mal überlegen, was für Leute Sozis wählen. Dein Schwiegersohn zum Beispiel und Frau Surbier. Was für Typen das sind, habe ich gefragt. Wenn es jemandem gut geht, wenn er gesund ist, reich und fröhlich, dann meinst du, der wählt eine Partei, die alles zerstören will? Weiß ich nicht so genau. Natürlich nicht die Schwachen, die Versager, die Degenerierten, eben alle, die von dem Gift schon zerrüttet sind. Das sind die typischen Wähler von den Sozis. Und deshalb lass es ja zu, dass wir alle vergiftet werden. So ein Ei, es geht vom Rückenmark ins Gehirn und dann wirst du blöde und dann wählst du die SPD.